So auch in Düsseldorf am Medienhafen. Ein Ort zum Arbeiten und Ausgehen, aber auch zum Relaxen und Nachdenken. Genau deswegen treffe ich hier meine heutige Kandidatin. Heute bin ich in Düsseldorf und treffe Birgit Oberlander. Birgit Oberlander hatte sich bei der Style Lounge beworben, weil sie eine schwere Zeit hinter sich hat. Ihre geliebte Mutter ist vor 2 Jahren gestorben. Und ihre Teilnahme bei uns soll ihr nun helfen, ihre Trauer ein Stück weit zu verarbeiten. Das wird uns bestimmt gelingen und ich freue mich auf Sie. Ich bin Birgit Oberlander, ich bin 38 Jahre alt und ich habe mich bei der Gundis Zambo Style Lounge beworben, weil ich mich gerne verändern möchte. Ich möchte gerne mir und auch meiner Familie zeigen, dass noch was anderes in mir steckt, als das, was ich jetzt bin. Und von daher freue ich mich auf eine komplette Typveränderung. Sie soll sich erleben, sich anschauen, ja, Freude an sich haben und einfach sehen und spüren, dass sie selbst existiert, dass sie da ist und dass sie sich auch über sich selbst freuen darf. Meine Tipps für Birgits neues Selbst als Lebensmittelpunkt: Haare, kupferrot und richtig auffällig, Make-up, Betonung ihres tollen Ausdrucks. Meine Tipps für Birgits Typveränderung: rotes Kleid, Lady in Red, Businessanzug, selbstbewusste Powerfrau, Seidentunika, schwanger, aber cool. So, unser Vorher-Nachher-Spiegel. Mhm, ja. Schau doch mal hinein. Oh, okay. Und, wie findest du dich? Bisschen trist. Mhm. Veränderbar. Ja. Liebe Birgit, vertraust du mir? Ja, tue ich. Ja? Mhm. Ist jetzt Schluss mit Trauer, traurig sein? Geht's auf in ein neues Leben? Ja. Gut. Okay. Dann sage ich, auf ins Nachher. Man sieht sich ja immer so, wie man ist. Und ich denke, man hat einfach Scheu davor, zu viel zu verändern. Und dann lässt man es einfach so, wie es ist und versucht mit den Mitteln, bisschen was vielleicht zu verändern, aber eine grundlegende Veränderung, vielleicht eine neue Haarfarbe oder ein neues Outfit, das habe ich mich selber nicht getraut. Und da wollte ich halt entsprechende Hilfe haben. Und genau die soll Birgit jetzt bekommen, angefangen bei der Frisur. Ich fahre mit ihr zu unserem Friseur in Düsseldorf City. Veronika Böcke ist unsere Expertin rund um das Thema Haar. Hallo, Veronika. Na, schöne hey. Frau. Ich freue mich auch ganz toll. Hi. Hallo. Das ist die Birgit aus Düsseldorf, Veronika, unsere Partnerin, die Haarträume wahr macht. Und wir haben uns überlegt, es soll so ein bisschen in diese Richtung gehen. Meine Tipps für Birgits neuen Look: statt unauffällig blond, eine lange Mähne in Kupferrot. Bahnfrei für unsere neue Powerfrau. Ja, wir müssen ja zunächst mal die Farbe verändern. Und dann werden wir die Extensions modellieren und schauen, was wir eventuell noch angleichen müssen, ob wir hier oben noch ein bisschen was Helles dazu machen, weil jetzt ist der Farbton so ein bisschen unterschiedlich, ihre eigenen, und wir wollen es ja schön gleichmäßig haben. Sollen wir das so machen? Ja, gerne. Ja, gut, Veronika. Dann bereite ich schon mal alles vor. Gut, bis gleich. So, Birgit, jetzt geht's los. Jetzt hast du gehört, was wir machen wollen. Bist du einverstanden? Ja, ich freue mich. Und was ist, wenn es dir nicht gefällt? Das hat mir schon gefallen. Ja? Ja. Glaube ich auch. Großes Super. Vertrauen. Schön, ich freue mich. Also ein letzter Blick in den Spiegel. Dann ist nämlich Schluss mit Spiegel schauen. Denn, meine liebe Birgit, es geht auf ins Nachher. Ich glaube, sie muss sich daran gewöhnen, dass sie eben auch andere Seiten an sich hat und zeigen kann und jetzt auch gehen möchte und dann auch geht, wenn sie sich darauf einlässt. Schritt 1 weg von der Vergangenheit hin zu Birgits neuem Ich, die Veränderung der Farbe. Kupferrot soll's werden, aber natürlich. Die Birgit ist ja schwanger und darum benutze ich diese Pflanzenhaarfarbe, weil sie die schädigenden Stoffe, die eine oxidative Haarfarbe enthält, nicht enthält. Von blond auf rot ein Riesenschritt und der Effekt umso größer. Und genau richtig für Birgits Typveränderung. Aber ich glaube nicht, dass ich mich getraut hätte, von alleine rote Haare zu machen. Wenn mir beim Friseur jemand gesagt hätte, probieren Sie es doch unbedingt mal aus, vielleicht schon eher, aber von alleine würde ich nicht zum Friseur gehen und sagen, machen Sie mir mal die Haare rot. Dafür sind wir ja da, liebe Birgit. Und genau diese Haarfarbe nähern wir uns jetzt immer mehr an. Veronika und ich sind begeistert. Sehr schön geworden, ein klein bisschen noch zu hell geblieben, aber das machen wir gleich noch mit den Extensions gemeinsam. Mutter und Kind in Ordnung? Alles bestens. Dann genieß es weiter, wir sehen uns nachher, ja? Gut. Bis dann. Bis gleich. Das Ziel rückt näher. Schritt 2, die Haarverlängerung. Schöne Farbe, aber Birgit ist skeptisch. Und die kann ich mir auch nicht rausbürsten, sind die richtig fest? Die sind richtig fest, genau. Okay. Da kann nichts passieren. Gut, tut das weh? Nein, okay. Na, das wäre also geklärt. Johann Stankovic darf loslegen. Mit dem Laserbeamer modelliert er alle Strähnen an Birgits eigenes Haar.
Was hältst du von der Farbe? Ja, so das, was ich sehen kann, ist ja ganz anders als bisher. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es zum Gesicht passt. Okay, den Rest siehst du dann später, wenn wir in den Spiegel. Ja. Davor muss aber noch mal der Pinsel geschwungen werden. Der letzte Farbtupfer fehlt. Ein weiter Weg, der noch lange nicht zu Ende ist. Ja, ein Typ Frau, der sich von blond nach rot ändert, muss schon sein Ganzes ändern. Weil das ist ganz wichtig, dass man dann auch das Make-up, die Kleidung darauf einstellt, weil rot ist schon ganz speziell. Passend zur speziellen Haarfarbe fehlt nur noch der Schnitt. Dann ist Birgits Frisur fertig. Der Countdown läuft, die Enthüllung naht. Mensch, was für eine Mähne, Birgit. Wie geht's? Und mir geht's prima. Ich bin jetzt ganz gespannt und ich möchte gerne das Ergebnis sehen. Veronika, ganz großartig. Tolle Arbeit geleistet. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Super. Birgit, soll was wagen? Gerne. Ich bin ganz gespannt. Also, hier kommt deine Frisur nachher. Oh ja, ganz anders. Anders, aber findet sich Birgit trotzdem wieder? Gefällst du dir? Ganz ungewohnt, aber schön. Ja? Ja. Super. Umstyling-Schritt 1 ist getan. Birgit vorher ein bisschen unscheinbar, nachher eine Lady in Red, die Blicke auf sich zieht. Sie schaut echt aus wie so ein Engelchen. Ganz mädchenhaft, süß und es passt auch wirklich gut zu ihr. Ich denke, es ist einfach was Schönes, mal was anderes zu sehen und auch einfach einen ganz anderen Typ in sich selbst zu entdecken.